Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Wir wollen uns jetzt mal mit der Schnellversion von der PQ-Formel befassen. Deswegen sehen wir hier auch Schnellversion der PQ-Formel. Wir sehen, die Ausgangslage ist erstmal, um die PQ-Formel anwenden zu können, dass wir hier ein x² haben, ein normales x und eine normale Zahl. Und vor dem x² muss quasi eine 1 stehen, die wir natürlich da nicht hinschreiben, aber es darf halt keine andere Zahl als eben die 1 dort stehen. Ja, nochmal, hier steht keine 1, aber das heißt einfach nur, es darf kein anderer Faktor davor stehen. Wenn wir das so haben, ist hier die PQ-Formel, wir sehen, was mit dem p passiert, mit dem Faktor vor dem x. Und letzten Endes passiert ja nichts anderes, als dass wir das halbieren und dass wir dann ein anderes Vorzeichen davor packen. Und genau das, was wir hier haben, quadrieren wir hier einmal, genau die gleiche Zahl, wird hier quadriert. Und bei dem q einfach mit anderem Vorzeichen unter der Wurzel. Tatsächlich passiert nichts mehr als das. Wir gucken uns diese zwei Beispiele mal an und sehen, ist erstmal die Ausgangslage gegeben? Ist sie nicht. Vor dem x² steht nämlich eine 2, darf da aber nicht hin. Das heißt, die muss weg. Was machen wir? Wir teilen erstmal durch 2. Wenn wir durch 2 teilen, nicht vergessen, dass alles auf der linken Seite durch 2 geteilt werden muss. Häufig gemachter Fehler ist, man hat durch 2 geteilt, damit dann hier ein x² steht. Und den Rest lässt man so stehen, wie er ist, weil man sich nur darauf fokussiert. Falsch, alles auf der linken Seite muss durch 2 geteilt werden. Minus 10x wird dann zu minus 5x. Plus, ja, und 4,5 wird zu 2,25. Gleich, und die 0 durch 2 ist halt 0. Alles auf der linken Seite, alles auf der rechten Seite. Und jetzt kommt's. Jetzt wenden wir die PQ-Formel an, denn jetzt haben wir diese Ausgangslage. Vor dem x² steht soweit nichts. Also, x1 bzw. 2 ist gleich. Und jetzt sagt die Formel, das, was vor dem x steht, ist ja das p. Halbieren, anderes Vorzeichen. Hier, das ist in diesem Fall, ne, ich kann auch das dann entsprechend hier gleich nochmal rot zeichnen, ja, diese minus 5 inklusive Vorzeichen bitte, ne, nicht vergessen, inklusive Vorzeichen, minus 5, das ist dann das p. Und diese 2,25, ne, das ist schon positiv, das passt dann, das ist dann unser q. Dann kann ich auch in blau machen, dann haben wir vielleicht nochmal den direkten Vergleich. Was blau ist, ist hier und das rote ist dann hier in diesem Fall die minus 5. So, jetzt sagt die Formel halt einfach, ja, diese Zahl, anderes Vorzeichen statt ein Minus, also positiv, ein Plus brauche ich nicht hinschreiben. Und von 5 einfach die Hälfte. Und schon sind wir bei 2,5. Dann Plus, Minus, Wurzel aus. Und jetzt heißt es, diese Zahl hier einfach quadrieren. Wenn wir die 2,5 quadrieren, sind wir bei 6,25. Und dann sehen wir hier, hier steht Plus 2,25. Hier heißt es Minus Q. Soll einfach nur heißen, genau diese Zahl da hinten nehmen mit anderem Vorzeichen. Minus 2,25. Wenn wir uns das mal anschauen, unter der Wurzel kommt eine 4 raus und die Wurzel von 4 ist halt eben 2. Also haben wir einmal minus 2 und einmal plus 2. x1 gleich, dann nehmen wir die 2,5 minus 2 ist 0,5 und x2 ist 2,5 plus 2 sind 4,5. Und ja, es ist egal, ob du zuerst plus oder zuerst minus machst. Ja, das ist, ich fange mal an mit Minus, weil wir von der 2,5 erstmal nach links gehen, das ist dann das Erste, und dann nach rechts, so wie wir auch lesen, von links nach rechts. Dann ist links x1, rechts x2. Wir nehmen mal ein zweites Beispiel, minus 3x². Da sehen wir wieder, nee, ist nicht ganz so, wie es sein soll, vor dem x² darf nichts stehen. Also teile ich durch minus 3 und bitte nicht so, geteilt durch minus 3. Das wäre falsch, da wäre ein Fehler, denn zwei Operatoren, die direkt aufeinandertreffen, müssen durch eine Klammer getrennt werden. Jetzt passt es. Und dann haben wir hier x² stehen. Nicht vergessen, 12 geteilt durch minus 3. Das ist genauso, wie wenn man das mit einer negativen Zahl mal nimmt. Das wird dann negativ sein, also minus 4x. Und dann plus 15 geteilt durch minus 3 sind minus 5. Gleich 0. Jetzt haben wir wieder die Ausgangslage, die wir brauchen. Vor dem x² steht soweit nichts. Und dann können wir wieder sagen, x1, 2... gleich, und jetzt wieder, von dieser Zahl, von dem, was vor dem x steht, könnte ich wieder rot machen hier, von dem, was vor dem x steht, anderes Vorzeichen, statt minus 4, also wieder plus, und von der 4 die Hälfte, 2, also eine 2, plus, minus, Wurzel aus, und genau diese Zahl wieder nehmen und hier quadrieren, sind dann 4, statt minus 5, plus 5, anderes Vorzeichen einfach. Unter der Wurzel steht jetzt eine 9, 4 plus 5 ist also 9, und die Wurzel von 9 ist 3, das heißt, x1 gleich, ne, 2 minus 3 ist also minus 1 und x2 ist 2 plus 3, also 5 und so weiter. Also tatsächlich, mehr als das ist es nicht. Das ist schon die Schnellversion. Denkt dran,
die Zahl vor dem x, wenn wir diese Ausgangslage haben, dass vor dem x nichts weiter steht, einfach die Zahl vor dem x halbieren und anderes Vorzeichen, genau diese Zahl dann nehmen, hier drin quadrieren und dann das q mit anderem Vorzeichen rein. Das ist die Schnellversion der PQ-Formel und damit lässt es sich sehr, sehr angenehm rechnen. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.